Sehen Sie wunderschön geschmückten Aufsitzer, die Waldbeethoven. Du bist mit der Herrschte hin, was soll ich sagen? Bitte war das verdorben, der braucht auch einen Schluck Schnaps, den hat sie sich jetzt verdient. Also ihr seht jetzt, die anderen haben es schon gesehen und jetzt, was ihr jetzt seht, jetzt diese ganzen typischen Merkmale. Die schwarze Farbe bei Nase, Augen, Ohren und natürlich auch bei den Füßen, ansonsten weiß. Und das große Zuchtziel natürlich, Vitalität erhalten, sehr vital diese Tiere und Fruchtbarkeit erhalten. Schon die Gelegenheit nutzen, den Betrieb, den Biohof Lanz vorzustellen. Also einmal ganz kurz zu diesen Bauernschöpfen. Wie der Name schon sagt, von den Bauern, ist es eine Gebirgsrasse, eine Genomerhaltungsrasse, die sehr robust ist, vital, lammlebig und vor allem trittsicher. Diese heimische Gebirgsrasse zeichnet sich in der Zucht und wir sehen hier einen Tiere eines Zuchtbetriebes, die vor allem in der Farbzeichnung passen müssen. Also die Bauernschöpfenzüchter, die wollen, dass auch diese typischen Rassenmerkmale so bleiben. Ich will Ihnen aber noch kurz die Familie vorstellen. Die Familie Vicola von Biohof Lanz. Ja, viele Kinder auch. Ich glaube, das ist ein ganz guter und richtiger Weg, dass man die Kinder früh eben in diese Nutztierhaltung einbindet. Das passiert am Hof der Familie Vicola Lanz vor. Gratulation hierfür. Super, oder? Ja, einmal muss auch ein Ende sein, zumindest was den Umzug anbelangt. Ich möchte mich bei Ihnen, liebe Gäste, recht herzlich bedanken für Ihre Geduld. Wir haben es mit Tieren zu tun, die kommen.